Bitte kommen Sie. Jawohl. Wissen Sie schon, in welchen Film Sie gehen wollen? Sie wissen es noch nicht genau. Nun gut, das ist ja kein Problem. Da kann ich Ihnen trotzdem Abhilfe verschaffen. Na klar, weiß ich ungefähr, was momentan so läuft. Aber, und das ist auch ganz klar, ich habe ja hier unten mein System und kann dort mir das heutige und auch zukünftige Kinoprogramm anschauen, sodass man dann am Ende wunderbar buchen kann, was man gerade möchte. Genau. Haben Sie einen bestimmten Wunsch oder also bestimmten Genrewunsch, nenne ich es mal, oder sagen Sie, dass Sie offen für alles sind? Okay, nun, unser Main-Film momentan ist jetzt natürlich Joker 2, Folie à deux. Das ist ein Film, der ist ab 16 Jahren und wenn ich ganz ehrlich sein soll, der läuft bei uns alle 1 bis 2 Stunden entweder, und das ist ganz wichtig, in der deutsch-synchronisierten Fassung, das bedeutet mit Synchronisation, oder in der Originalverfassung, in der Originalfassung, in der Originalversion, wie auch immer Sie es dann nennen wollen, auf jeden Fall mit den Originalstimmen der Schauspielerinnen und Schauspieler dort, wie sie am Set eben gedreht wurden, oder, und das ist Variante Nummer 3, Originalversion, aber mit deutschen Untertiteln. Das gibt es auch, ist einmal am Tag zu sehen. Es gibt Leute, die es interessiert, ja. Es sind relativ wenig, so ehrlich muss ich auch sein, aber es gibt eben Leute, die das gut finden. Vielleicht auch Leute, die versuchen, dadurch ihr Englisch nochmal so ein bisschen zu verbessern. Meine persönliche Meinung zu dem Film, ich habe den noch nicht gesehen, aber ich sag mal so, haben Sie Joker 1 gesehen? Okay, denn es geht darum, der Film soll wohl, also ich spoiler hier nicht, keine Panik, ich habe den wie gesagt selber noch nicht gesehen, der soll wohl relativ nah an Teil 1 anknüpfen und Teil 1 war ja ein absolutes Meisterwerk, ein absolut phänomenal brutal guter Film. Der war cineastisch wunderbar, der war casttechnisch wunderbar, der war fantastisch geschrieben, der war einfach für mich eine 10 von 10 in jedem Bereich. Jetzt bieten wir momentan auch an, dass Sie Joker 1 nochmal sehen können und danach in Joker 2 gehen könnten. Und ich sage Ihnen ehrlich, gehen Sie in Joker 1, genießen Sie den Film und vergessen Sie, dass es Joker 2 gibt. Genau das ist es, was ich machen würde. Und ich weiß, das ist erstmal nicht geschäftsfördernd, aber, und das muss man dazu sagen, die Kritiken für diesen Film sind absolut vernichtend, absolut desaströs, absolut dramatisch. Dieser Film soll absoluter Müll sein. Ich habe mir jetzt schon leider sehr viele Kritiken dazu durchgelesen und angehört und angeschaut auch. Leider überhaupt nicht. Der erste Teil war eine absolute 10 von 10. Dieser Film soll aber wirklich, wirklich sehr, 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 sehr schlecht sein. Und also erstmal muss man dazu sagen, was man hört, ist, dass hier locker ungefähr eine halbe Stunde nur gesungen wird. Ja, es war bekannt, dass der Musical-Inhalte hat. Okay, kann ich auch mitleben. Aber so viel weiß ich nicht.
Und zweitens soll der nichts mehr von dem haben, was man in Teil 1 hatte, weil der soll keinen richtigen Sprung machen. Da soll die Geschichte nicht so wirklich weitergehen. Da fehlt wohl einfach viel Entwicklung oder Entwicklungspotenzial, was man haben könnte eigentlich. Ja, deswegen für mich leider eine absolute Enttäuschung, ohne den gesehen zu haben. Und ich bin ganz ehrlich, ich weiß auch so nicht, ob ich ihn mir angucken möchte überhaupt. Das ist das große Problem, was ich dabei habe. Genau. Aber, und das muss man auch mal ganz klar sagen, vielleicht sollte uns das eine Lehre sein. Denn es war vorher nie ein Joker 2 geplant. Der war als Standalone einziger Film geplant. Und damit ist gut. Und genau dahin müssen wir vielleicht auch einfach mal wieder gehen. Wir müssen vielleicht einfach mal merken, wenn ein Film gut war, dann muss es deswegen nicht unbedingt noch eine Fortsetzung geben. Wir müssen vielleicht einfach mal beginnen, auch einzelne Filme so zu würdigen. Guter Film. Ende. Es ist so, ich weiß, es klingt so leicht, aber in unserer heutigen Zeit ist es nun mal einfach auch so, dass wir darauf gedrillt sind, dann im Kinobereich. Ein Film lief gut. Alles klar. Dann machen wir noch einen zweiten Teil, einen dritten Teil, einen vierten Teil. Ich meine, man schaue sich die Fast and the Furious Teile an. Die waren am Anfang auch noch brutal gut. Die hatten damals geile Autoszenen, geile Action. Mega. Mittlerweile werden die immer überdrehter. Ich habe gerade überlegt, was ich dazu sage, aber die werden immer überdrehter, immer unrealistischer, immer brutaler. Also brutal, was CGI-Massaker angeht und so weiter. Ich meine, niemand, ich persönlich zumindest jetzt, würde mir einen zweiten Teil von Interstellar wünschen, einen zweiten Teil von Shutter Island, einen zweiten Teil von Inception. Das sind alles Filme. Abgeschlossen. Ende. Und auch hier die Joker-Geschichte, die wurde erzählt von Arthur Fleck. Fleck oder Flecken? Jetzt muss ich gerade selber Arthur Fleck, oder? Wurde die erzählt und dann ist gut. Dann reicht es auch. Dann muss man nicht weiter erzählen. Dann muss man nicht noch auf Krampf versuchen, diese Geschichte, ja, Fleck, okay, diese Geschichte irgendwie nochmal in eine neue Richtung zu bringen. Lass den Film so, wie er ist, sein und gut ist. Lieber eine neue Sache ausdenken, eine neue Idee entwickeln, auch wenn die erstmal natürlich auf grünem Papier wieder beginnt oder auf weißem Papier wieder beginnt. Aber so versaut man sich das nur. Und das ist schade. Und das muss einfach nicht sein, insbesondere da man hier für den Film so unfassbar viel mehr Budget auch bereitgestellt hat. Und wenn es dann halt nicht funktioniert, dann ist das brutal bitter. Aber nun gut, das mein kleiner Monolog dazu. Wir haben natürlich noch andere Filme. Wir haben noch andere Filme. Wie gesagt, ich kann Ihnen empfehlen, gehen Sie in Joker 1 und Sie werden einen absolut genialen Film sehen. Wir hätten natürlich auch noch natürlich einen Kinderfilm, Die Schule der magischen Tiere 3. Der läuft auch, das ist ein Fantasy-Kinderfilm. Ein sehr, sehr schöner Film, sehr, sehr süß einfach. Aber jetzt auch nichts, wo man sagen würde, okay, das ist jetzt groß zum Mitdenken natürlich. Ne? Ab dem 24.10. übrigens natürlich Woodwalker. Auch vielleicht durchaus spannend. Das ist natürlich noch ein bisschen hin, ich weiß. Aber der auf jeden Fall wird sehr wahrscheinlich sehr, 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 sehr spannend werden. Okay. Genau, da geht es um Gestaltwandler.
Das ist ganz spannend bestimmt. Wir haben aber noch weitere Filme. Ich schaue gerade mal. Wir haben noch unter anderem natürlich Beetlejuice. Beetlejuice, das ist ein Film 12, das ist ein Actionfilm. Also im Trailer könnte man im ersten Moment denken, okay, das ist vielleicht irgendwie fast ein Horrorfilm, aber überhaupt nicht. Das ist kein Horrorfilm, das ist ein Actionfilm, ab 12 Jahren freigegeben. Ich kann mal den Klappentext vorlesen. Beetlejuice ist wieder da. Nach einer unerwarteten Familientragödie kehren drei Generationen der Familie Dates nach Winter River zurück. Das Leben von Lydia, die noch immer vom Beetlejuice heimgesucht wird, gerät völlig aus den Fugen, als ihre rebellische Teenager-Tochter Astrid das rätselhafte Modell der Stadt auf dem Dachboden entdeckt und das Tor zur Welt der Toten unbeabsichtigt geöffnet wird. Sowohl im Diesseits als auch im Jenseits braut sich alsbald Unheil zusammen. Nur eine Frage der Zeit also, bis jemand den Namen Beetlejuice dreimal ausspricht, um der spitzbübische Dämon zurückkehrt, um seine ganz eigene Art von Chaos zu verbreiten. Beetlejuice, Beetlejuice. Auch da muss man jetzt fairerweise wieder dazu sagen. Natürlich auch, das ist nicht das Kreativste, sagen wir mal so. Hier haben wir auch wieder Fortsetzungen. Der Cast ist auch durchaus spannend. Tim Burton als Regisseur für mich immer ein Auge wert. Darunter dann eben auch eine Jenna Ortega, die natürlich durch verschiedene Filme und Serien mittlerweile sehr, sehr bekannt geworden ist. Aber auch weiter und wie ich finde, durchaus spannend. Und Tim Burton, ja, 1900, was war es? 88, 89, irgendwie sowas auf jeden Fall. Ja, schon mal Beetlejuice gemacht. Und da muss man dann sagen, das wird sehr spannend. Auch an der Serie Wednesday ja beteiligt, wo Jenna Ortega dann ebenfalls schon mit dabei war. Auch schon die Insel der besonderen Kinder, Alice im Wunderland gemacht und weitere. Also wenn der etwas macht, dann ist das schon mal grundsätzlich immer eine Ansage, weil Tim Burton, der steht für einen ganz speziellen Stil, aber wie ich finde, für einen richtig coolen, einen richtig guten. Gut. Weiter, was haben wir noch? Ehrlicherweise, momentan ist nicht so die Riesenzeit. Ich bin da ganz ehrlich. Wir haben natürlich auch noch, wobei man sagen muss, das läuft einmal am Tag. Alles steht Kopf 2. Ist natürlich auch ein Kinderfilm, ich weiß. Wir haben Ich einfach unverbesserlich 4. Genau, natürlich mit den Minions. Wir haben den Horror-Action-Film The Crow. Der ist ab 18, ganz wichtig. Genau. Dann läuft in regelmäßigen Abständen, heute zum Beispiel auch noch in einer halben Stunde, Deadpool und Wolverine. Auch ein Film, den man sich natürlich durchaus geben kann. Actionkomödie. Ein, wie ich finde, durchaus lustiger Film, der aber natürlich auch eben nicht an Action geizt und der dadurch jede Menge Spaß macht, wie ich persönlich jetzt finde. Ist natürlich reine Geschmackssache, ja. Genau. Okay. Was haben wir noch? Ich gucke gerade. Borderlands läuft in regelmäßigen Abständen hier auch nochmal. Ist jetzt natürlich auch schon 2-3 Tage alt, aber trotzdem immer noch sehr spannend. Genau.
auf jeden Fall könnte der immer noch Spaß machen. Und ansonsten muss man sagen, jetzt so Richtung Richtung Halloween, ne? Da laufen dann einige Filme nochmal. Freitag der 13. und wie sie nicht alle heißen. Da kann man vorbeikommen. Und es gibt am 30.10., das ist noch ein bisschen, die 25 Jahre Matrix, das Jubiläum. Dort werden alle drei Teile nacheinander gezeigt. Ich sag mal so, ich habe schon Leute gehört, die gesagt haben, nach dem ersten Film gehe ich, weil auch hier ist es ja wieder so, dass man sagen muss, der erste war phänomenal. Boah, wenn man den ersten Matrix-Film noch nicht gesehen hat, dann holy, let's go. Aber auch da wird es dann halt irgendwann, dass man sich denkt so, boah, der zweite und dritte Teil, das geht dann halt auch richtig. Es muss dann einfach nicht sein, wie ich finde. Aber nun gut. Dann gibt es natürlich auch noch Preview ab dem 16.10. Smile 2. Siehst du es auch? Da freuen sich natürlich auch viele drauf. Ich smile dabei auch schon mal. Genau, das ist natürlich etwas. Aber dann sind wir ganz ehrlich jetzt erstmal durch natürlich. Es wird noch ein paar Filme geben, die dann wieder weiter rauskommen, aber Stand jetzt, was man bei uns buchen kann, ja, da war es das dann ehrlicherweise schon. Ja, genau da, genau. Okay, ja, ich kann Ihnen ehrlich sagen, ich bin jetzt auch nicht angetan von allem, was ich da so sehe, weil das ist durchaus, sagen wir mal so, wir hatten schon ein besseres Programm, um das vielleicht einfach auch mal ganz offen so anzusprechen, aber das ist halt auch einfach leider nicht immer gegeben. Wir müssen davon ausgehen, dass es halt einfach mal vorkommt, dass man halt auch einfach mal Filme oder Zeiten hat, wo das Ganze eben zumindest mal schwieriger ist. Ja. Genau. Richtig. Okay. Alles klar, machen wir. Gut, dann überlegen Sie noch. Und wenn Sie doch den Wunsch haben für einen Film, sagen Sie Bescheid, okay? Dann bis gleich. Gerne doch.